Peace, Leute! In diesem Video geht es darum, wie aus einem altbacken Fliesentisch von Oma und Opa ein richtig geiler Chromkorkentisch wird. Sehr schönen Fliesentisch komplett zerstört. Genau, wir kloppen die Fliesen hier weg, schön mit einem Hammer, einem großen Schraubenzieher. So, wir haben eine neue Idee. Wir haben den Tisch einmal komplett schwarz angemalt, die Seiten auch. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil wir jetzt so Magnetplatten geholt haben. Die sind selbstklebend, das ist ganz geil. Ziehen wir das hier ab und dann packen wir die hier drauf. So, wir haben jetzt ein Stückchen schon weitergemacht. Wir haben die Kronkorken jetzt alle hier hingelegt. Es gibt verschiedene Optionen, wie man sie hinlegt. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, hier außergewöhnlich hinzutun, wovon wir nicht so viele haben. Auf beiden Seiten jeweils. Dann so einen leichten kleinen Übergang. Und in der Mitte haben wir ein kleines Spielfeld gemacht. Da hier am Ende immer ein halber Kronkorken übrig bleibt, haben wir einfach einen Kronkorken zur Hälfte geteilt und machen den dahin. Hier sieht es schon ganz gut aus. So wird es halt aussehen, wenn es noch nicht gemacht wird. Sieht halt aus, wie ob da was fehlt. So, wir haben jetzt hier die Zwischenräume mit dem Leuchtpulver gemacht. Wir kleben jetzt hier noch einmal die Ränder ab und danach schütten wir das mit Epoxidharz auf. So, jetzt haben wir überall Epoxidharz hingemacht, jetzt da nochmal die letzten Tropfen. Und wir müssen noch mit dem Heizfilm dran noch ein paar Luftblasen wegmachen, damit die am Ende nicht sich einbrennen und dann die ganze Zeit da sind.